werden sie von furchtbaren Räubern gejagt. Doch sie wissen, sich zu wehren. Sie halten sich an keine Regel. Solche Tiere gibt's heute nicht mehr. Diese pflanzenfressenden Saurier besitzen beachtliche Waffen und Panzerungen. Von innen ebenso imposant wie von außen. Ein Stoß mit diesen Hörnern kann tödlich sein. Heute erlaubt moderne Bildtechnik einen Blick in das Körperinnere dieser Urzeitriesen. Und enthüllt ihr Geheimnis. Nordamerika während der Kreidezeit. Die gefährlichsten und größten Räuber, die es je auf Erden gab, beherrschen die Prärien und Wälder. Kraft und Waffen dieser Raubtiere sind monströs. Denn ihre Beute lässt ihnen keine andere Wahl. Die Opfer sind keineswegs schwach. Sie haben sich gewappnet. Den scharfen Klauen und Zähnen der Räuber sind die Pflanzenfresser nicht wehrlos ausgesetzt. Der Panzer des Ankylosaurus funktioniert wie eine kugelsichere Weste. Die Hörner des Triceratops können Tyrannosaurus ins Herz treffen. Parasaurolophus ortet jede Gefahr aus der Ferne. Und einen ausgewachsenen Sauroposeidon wirft so leicht nichts aus der Bahn. Diese Pflanzenfresser waren keine Schwächlinge. Nicht selten wurden ausgewachsene Fleischfresser von Pflanzenfressern getötet. Im Grunde gibt es das ja bis heute. Für einen Löwen kann ein einziger Tritt vom Hinterbein eines Zebras tödlich sein. Trotz bester Verteidigung ist das Leben eines Pflanzenfressers in der Kreidezeit hart. Sie versuchten, inmitten gewiefter Fleischfresser zu überleben. Raptoren und Tyrannosaurier jagten sie und manchmal kam der Tod vom Himmel. Der Tod in Gestalt des Quetzalcoatlus, eines 180 Kilogramm schweren Flugsauriers. Und hier der Nonychus, klein und tödlich. Er ist schneller als die Großen und gegen seine Klauen schützt keine noch so dicke Haut. Doch ein Fleischfresser übertrifft sie alle. Tyrannosaurus Rex, das furchterregendste Geschöpf, das je auf der Erde gelebt hat. Seine mächtigen Kiefer beißen mit einer Kraft von über 3 Tonnen zu. Der weiße Hai bringt es nur auf die Hälfte. Aber die Pflanzenfresser, die T-Rex jagt, sind nicht nur gepanzert. Sie schlagen auch zurück. Wenn T-Rex ein Tier fürchtete, dann Triceratops. Triceratops zeigt, was passiert, wenn die Evolution ein Tier entwickelt, das T-Rex gewachsen war. Triceratops war das wohl gefährlichste Landtier, das je existiert hat. Dieser Pflanzenfresser ist eine monströse Masse auf 4 Beinen. 8 Meter lang, 3 Meter hoch und 6 Tonnen schwer. Triceratops war ein erstaunliches Tier, allein schon, weil er so riesig war. Er besaß Körpermasse, einen enormen Magen und wog bis zu 6 Tonnen. Ein Triceratops ist halb so groß wie ein T-Rex, doch er wiegt etwa genauso viel. Sein Gewicht ist nur anders verteilt. Die Hinterbeine sind gerade wie bei einem Nashorn. Die Vorderbeine gespreizt wie bei einer Echse. So verlagert sich der Schwerpunkt nach vorn, auf den mächtigen Kopf,
der allein fast eine halbe Tonne wiegt. Dieser Bulldozer ist geradezu geschaffen für einen Frontalangriff. Der Kopf und die massigen Schultern schützen den Körper. Dessen Haut ist zwar dick, aber nicht dick genug für ein T-Rex-Gebiss. Triceratops hat diese großartige Halskrause, die seinen Nacken, seine verwundbarste Stelle, schützt. Der Schutzschild besteht aus massivem Knochen, sechsmal dicker als die Schädeldecke eines Menschen. Um einen Gegner abzuwehren, ist er am Rand verstärkt. Diese Halskrause bildet einen undurchdringlichen Schutz, auch vor dem kräftigsten Gebiss, das die Evolution hervorgebracht hat. Der Knochenschild ist so dick. Er besteht aus mehreren Schichten. Obenauf liegt eine dicke Hornschicht. Da beißt niemand durch. Ein Geflecht von Arterien und Venen durchzieht den Knochen des Nackenschilds. Werden bei Stress Hormone ausgeschüttet, weiten sie sich. Blut strömt in den Schild und färbt ihn rot. Es war wie ein Warnsignal. Bleibt mir vom Leib. Das war keine leere Drohung. Dieses Monster ist nicht nur gut geschützt, es ist gefährlich. Triceratops war schwer bewaffnet und schwer gepanzert. Er konnte töten. Ein Kraftpaket auf vier Beinen. Manchmal kommt es auch zum Kampf gegen Artgenossen, um die Vorherrschaft. Die Hauptwaffe sind die Hörner. 1 Meter lange spitze Dolche, die vorn auf der Stirn sitzen. Die Hörner eines Triceratops stellen alles in den Schatten, was heutige Tiere zu bieten haben. Das Horn eines Nashorns besteht aus Keratin, dem Stoff, aus dem unsere Haare und Fingernägel sind. Der Stoßzahn eines Elefanten ist aus Elfenbein. Doch die Hörner des Triceratops sind aus massiver Knochensubstanz und wachsen direkt aus dem Schädel. An der Basis sind sie 30 cm stark und besitzen eine enorme Kraft. Triceratops hätte einen Kleinlaster auf die Hörner nehmen können. Sie kamen mit gesenkten Hörnern auf den Angreifer zu. Wenn sie den Kopf nach links oder nach rechts bewegten, hatten die Hörner einen ziemlichen Aktionsradius. Ein Stoß konnte tödlich sein. Es hat seinen Grund, warum Triceratops der erfolgreichste Pflanzenfresser der Kreidezeit ist. Und warum Räuber eher einen Bogen um ihn machen. Es ist die Ironie des Jagens, dass der Jäger oft mehr um seine eigene Unversehrtheit fürchten muss als der Gejagte. Jedes Raubtier setzt bei der Jagd sein Leben aufs Spiel, selbst Tyrannosaurus Rex. Ein Fleischfresser, der einen solchen Koloss angeht, muss sich anschleichen und einen Überraschungsangriff landen. Er braucht eine gehörige Portion Mut. Es ist gut vorstellbar, dass die Auseinandersetzung zwischen Triceratops und T-Rex einer der größten Kämpfe in der Natur gewesen ist. Auf der einen Seite einer der gefährlichsten Räuber überhaupt. Auf der anderen Seite ein enorm abwehrstarker Pflanzenfresser. In der heutigen Tierwelt gibt es nichts Vergleichbares mehr. Triceratops verfügt über eine weitere anatomische Wunderwaffe. Ein Kugelgelenk, das den 450 Kilo schweren Kopf mit dem Nacken verbindet. Es erlaubt extrem weite Bewegungen in jede Richtung. So nah wie mit diesem Gelenk ist die Natur einer Rundumsicht nie wieder gekommen.
Das ist wie ein riesiges Breitmaulnashorn auf Anabolika. Dem Kopf entgeht man nicht. Diese Beweglichkeit ist einzigartig. Kein anderer Saurier und kein heutiges Tier kann seinen Kopf so flexibel einsetzen. Er wechselte extrem schnell die Richtung. Ein Nashorn kann das nicht. Es war eine Art Fechten mit Hörnern. Der Angreifer erhält oft genug den Todesstoß. Meistens tötete Triceratops T-Rex. Der panzerartige Pflanzenfresser war die Haupttodesursache von T-Rex-Populationen. Ein massiver Körper, eine solide Panzerung und gefährliche Waffen geben dem Vegetarier eine reale Chance im Kampf gegen riesige Räuber. Aber er ist nicht der einzige Kreidezeitkoloss, der sich gegen Fleischfresser zur Wehr setzen kann. Auch Ankylosaurus verfügt über eine schreckliche Waffe. Hell Creek in Montana, vor 68 Millionen Jahren. Prähistorische Pflanzenfresser leben gefährlich. Raubtiere haben sie im Visier. Zu ihrer Verteidigung verleiht die Evolution ihnen gepanzerte Rüstungen und eingebaute Waffen. Sicherer und effektiver als alles, was heute lebende Tiere zu ihrem Schutz besitzen. Sie konnten sich verteidigen. Diese Pflanzenfresser sind Wunder der Evolution. Gefährliche, schwer bewaffnete und gut gepanzerte Beute. Triceratops nimmt es fast mit jedem Raubtier auf. Hörner und Nackenschild flößen selbst einem T-Rex Respekt ein. Auch Ankylosaurus ist ein Pflanzenfresser, der alles andere als friedlich ist. Denn er besitzt eine tödliche Waffe. Ankylosaurus ist ein wandelnder Panzer, ein hochgerüstetes Tier. Bei 9 Meter Länge bringt er es auf ein Gewicht von 4 Tonnen. Das Interessante an Ankylosaurus ist der breite Körperbau. Er bietet viel Platz für ein gewaltiges Verdauungssystem, das vermutlich wie eine Art Gärkammer funktionierte, in der die Nahrung fermentiert wurde. Auch bei Rindern und Pferden arbeitet die Verdauung mit Bakterien, die das Pflanzenmaterial aufschließen. Man würde sich ungern in der Nähe eines Ankylosaurus aufhalten. Sie müssen einen schrecklichen Gestank verbreitet haben. Die Verdauung von Pflanzenfasern ist die härteste Arbeit im Ökosystem. Ankylosaurus brauchte gewaltige Futtermengen für seinen Riesenmagen. Das heißt, er war die meiste Zeit mit Nahrungsaufnahme beschäftigt, bis zu 18 Stunden am Tag. Das machte ihn langsam und angreifbar. Deshalb brauchte er eine solide Panzerung. Relativ klein und gedrungen kann dieser Vegetarier nicht nur den Angriff eines T-Rex überleben. Manchmal besiegt er ihn auch. Sein bester Schutz, der gepanzerte Körper. Er wird sich in erster Linie verteidigt haben, indem er sich auf den Boden kauerte und mit seinem Panzer den Zähnen und Klauen von T-Rex trotzte. Die Rüstung des Ankylosaurus ist stark, aber dennoch leicht. In die Haut eingebaute Knochenplatten überziehen in dichten Reihen Nacken, Rücken und Flanken. Die Zwischenräume erlauben dem Giganten geschmeidige Bewegungen. Schuppenpanzer heutiger Krokodile und Alligatoren sind ähnlich gebaut. Doch die Rüstung von Ankylosaurus war wesentlich dicker. Ankylosaurus besaß nicht nur einen Panzer,
Sein Kopf war zusätzlich von einer dicken Knochenschicht umgeben und so gegen den tödlichen Biss eines ausgewachsenen T-Rex geschützt. Seine Panzerplatten sind ganz anders gebaut als gewöhnliche Knochen. Sie bestehen aus kreuz und quer verlaufenden Mineral- und Kollagenschichten. Proteinfasern verstärken die Knochensubstanz, wie Stahlarmierung eine Betondecke. Es ist das Prinzip der kugelsicheren Weste, mit der Ankylosaurus sich vor tödlichen Klauen und Zähnen schützt. Es muss schwierig gewesen sein, ein Urtier wie Ankylosaurus zu töten. Seine Panzerung schützt nicht nur den mächtigen Leib, sondern auch die Augen. Es sind keine Augenlider aus Haut, sondern aus Knochen. Ein Ankylosaurus war ein Koloss. Er brauchte keine schnellen Beine, denn seine Pflanzennahrung lief ihm ja nicht davon. Er hatte diese Knochenplatten in der Haut, so ähnlich wie Krokodile sie auf dem Rücken haben. Damit schützte er seinen ganzen Körper, auch den Bauch und die Flanken. Zum Schutz seiner Augen entwickelte er sogar knöcherne Lider. Doch der massiv gebaute Pflanzenfresser bietet noch mehr zu seiner Verteidigung auf. Er besitzt eine schlagkräftige Waffe, seinen Schwanz, den er wie eine Rute mit einer Schlagkraft von fast 20 Tonnen einsetzen kann. Die obere Hälfte besteht aus Muskelfasern. Die Wirbel am unteren Ende sind zu einer Art Keule zusammengewachsen. Dieser Schwanz schwingt bis zu 45 Grad in jede Richtung. Und die Verdickung am Ende wirkt wie ein eingebauter Vorschlaghammer. Eine gewaltige Keule, konstruiert, um Kopf und Beine des T-Rex und seiner Verwandten zu treffen. Ein Schlag mit dieser Waffe zerschmettert die Beinknochen fast jedes Angreifers, wie groß und kräftig er auch sein mag. Die Schwanzkeule selbst war eine ziemlich schwere Konstruktion. Für sich genommen wird sie 200 bis 300 Kilo gewogen haben. Dann muss man noch die Muskeln hinzurechnen. Wenn diese ganze Masse mal in Bewegung gerät, ist sie kaum mehr zu bremsen und entwickelt eine Kraft, die wirklich Schaden anrichtet. Die Wucht dieser Keule konnte Knochen und Zähne brechen. Sie verletzte einen T-Rex so, dass er jämmerlich verhungerte. Wie eine Abrissbirne, die sich mit fast 80 Kilometern pro Stunde bewegt, peitscht die Schwanzkeule des Ankylosaurus hin und her. Außerdem ist sie widerstandsfähig. Wenn sie auf etwas Hartes prallt, bleibt sie unversehrt. Dafür sorgt ihre wabenförmige Struktur aus dichter Knochensubstanz, aus Fett, Mark und Blutgefäßen. Ankylosaurus kombiniert seinen undurchdringlichen Panzer also mit einer schlagkräftigen Verteidigungswaffe. Das macht ihn nahezu unbesiegbar und extrem gefährlich für potenzielle Feinde. Ankylosaurus war die ultimative Entwicklung eines gepanzerten Sauriers. Andere pflanzenfressende Dinosaurier setzen nicht auf Rüstung und Waffen. Ihre Überlebensstrategie ist eine ganz andere. Sie vertrauen auf Größe. Sie wachsen und wachsen. Mit einem Gewicht von 50 und mehr Tonnen ist Sauroposeidon ein Gigant. Sauroposeidon war eines der größten Landtiere, das es je gegeben hat. Riesen schrecken Angreifer ab. Groß werden war die einzige Chance. Ein ausgewachsener Sauroposeidon ist 19 Meter hoch und an die 30 Meter lang. Allein sein Hals ragt 4 Stockwerke hoch. Ein einziger Halswirbel ist fast so lang wie ein erwachsener Mensch. Ein Schenkelknochen wiegt über eine halbe Tonne. Sie halten sich an keine Regel. Solche Tiere gibt's heute nicht mehr. Ein Fleischberg mit 72 Millionen Kalorien. Sauroposeidon muss der Traum jedes Räubers gewesen sein.
Sie haben keine Hörner, keinen Panzer. Ihre einzige Raubtierabwehr ist die Größe. Und die funktioniert. Wenn diese Giganten ausgewachsen sind, bleiben selbst hungrige Fleischfresser auf Abstand. Sogar der bösartigste von allen, Deinonychus. Mit seinen etwa 80 Kilo ist er ein Fliegengewicht gegen 50 Tonnen Sauroposeidon. Ein Deinonychus und ein ausgewachsener Sauroposeidon begegnen sich. Hi, ich bin Deinonychus. Ich bin Sauroposeidon. Boom. Doch bis der Gigant seine volle Größe erreicht hat, vergehen Jahre, in denen er sich allein durchschlagen muss. Fossile Funde zeigen, dass junge Sauropoden erst in der Herde der Erwachsenen lebten, wenn sie ein Drittel ihrer ausgewachsenen Größe erreicht hatten. Das dauerte rund 10 Jahre. Lange genug, um Deinonychus zum Opfer zu fallen. Intelligent und hochgerüstet attackieren sie ihre Beute allein oder im Rudel. Sie bringen es auf 60 Kilometer pro Stunde und springen an ihren Opfern hoch. Ihre schrecklichste Waffe, eine 10 cm lange Kralle, die wie ein Springmesser funktioniert. Ein Deinonychus kann es mit einem jungen Sauroposeidon aufnehmen, selbst wenn der angehende Gigant schon 5 Tonnen schwer ist. 5 Tonnen Fleisch sind ein opulentes Mahl. Für einen jungen Sauroposeidon gibt es nur eine Chance. Wachsen. Und zwar so schnell wie möglich. Und dafür braucht er Futter. Nahrung war sein Hauptanliegen. In der Kreidezeit bedecken das Land ausgedehnte Wälder. Farne, Kiefern und Fichten. Der Nährwert dieser Pflanzen ist eher gering. Nicht T-Rex leistete die schwerste Arbeit. Fleischmahlzeiten zu verdauen ist ein Kinderspiel gegen die Verdauung von Pflanzenfasern. Um genügend Nährstoffe für sein Riesenwachstum zu bekommen, braucht Sauroposeidon gewaltige Mengen pflanzlicher Nahrung. Wie Staubsauger auf Beinen. Wenn man 40, 50 Tonnen wiegt und nur Futter minderer Qualität hat, muss man pro Tag eine Tonne von dem Zeug vertilgen. Wenn Wachsen die beste Verteidigung ist, hat Gewichtszunahme Priorität. Damit es schneller geht, spart Sauroposeidon sich das zeitraubende Kauen. Wenn man das Zeug einfach runterschluckt und der Magen die Zerkleinerung übernimmt, kann man sehr viel mehr futtern und sehr viel größer werden. 52 spatelförmige Zähne stecken im Maul der Giganten. Perfekt geeignet, um Blätter und Zweige von den Ästen zu streifen. Ihre großen Zähne waren Pflückwerkzeuge für Blätter, Nadeln und Zweige, die sie dann unzerkaut herunterschluckten. Um die gewaltigen Mengen überhaupt verdauen zu können, braucht Sauroposeidon einen Großraummagen vom Umfang eines Swimmingpools. Die Säuren, die darin herumschwappen, sind hoch konzentriert. Sie könnten selbst Eisen auflösen. Sie hatten täglich eine Tonne Pflanzenmaterial zu verarbeiten. Ein Magen, der solche Mengen fasst, muss riesig sein. Wirklich geleistet, aber wird die Verdauungsarbeit von etwas winzig Kleinem. Von etwas, das Fleischfressern fehlt. Begleichen könnte. Im Lauf der Evolution wurde der Blinddarm des Menschen mehr und mehr überflüssig. Und zwar, seit unsere Vorfahren anfingen, Fleisch zu essen. Ein Sauropode konnte nicht darauf verzichten. Denn diese beiden Organe beherbergen Milliarden von Mikroorganismen. Sie knacken die Zellwände der Pflanzennahrung und machen sie überhaupt erst verdaulich. Unmengen von Mikroben schlossen die vegetarischen Mahlzeiten auf und setzten die Nährstoffe frei, die das Tier zum Wachsen, das heißt zum Überleben, brauchte. Chemisch-biologische Pflanzenverarbeitung mit Nebeneffekten.
Ein weiterer Trick, der potenzielle Räuber in die Flucht jagt? Sauropoden rülpsten und furzten die ganze Zeit, wie alle großen Pflanzenfresser. Sie waren laut und in ihrer Nähe roch es immer ziemlich übel. Trotz der erfolgreichen Abwehr von Feinden, trotz der genialen Spezialisierung auf ein Superwachstum, das sie unangreifbar macht, hat ein Teil ihres Körpers nicht mit der Entwicklung Schritt gehalten. Das Gehirn. Sauroposeidon ist das Paradebeispiel für den dummen Dino. Sauroposeidons Gehirn ist über 1000-mal kleiner als sein Körper. Als wäre das Gehirn eines Menschen so groß wie eine Erbse. Die Bereiche für Geruchssinn und Sehvermögen sind winzig, Areale zur Auswertung und Speicherung von Informationen kaum entwickelt. Bei der Hirngröße wundert man sich, dass sie überhaupt zurechtkamen. Und sie sind sogar erfolgreich. Ihre Größe macht jeden anderen Nachteil wett. 15 Millionen Jahre bevölkern sie unseren Planeten. Und sie sind auf jedem Erdteil vertreten. Diese Dinosaurier setzen nicht auf Wachstum. Sie benutzen einen anderen Trick, um nicht als Nahrung der Fleischfresser zu enden. Das ausgeklügelste Kommunikationssystem der gesamten prähistorischen Welt. Parasaurolophus ist leicht erkennbar. An dem endenschnabelförmigen Maul und dem Kopfschmuck in Form eines 1 Meter langen Knochenzapfens. Mit seinen fast 4 Tonnen gehört er nicht zu den Leichtgewichten. Aber mit einem 7 Tonnen T-Rex kann er sich natürlich nicht messen. Ohne Reißzähne, Panzer, Krallen oder Hörner scheinen sie eine leichte und sehr fette Beute gewesen zu sein. Parasaurolophus bevölkert ein riesiges Gebiet zwischen Kanada und New Mexico. Ein Lebensraum, den er mit furchterregenden Räubern teilen muss. Die Frage ist, wie schützten sie sich? Die Lösung des Rätsels steckt in ihrem Schädel. Und ein Teil davon ist unverhältnismäßig groß. Der für das Gehör und die Verarbeitung akustischer Eindrücke zuständige Bereich, die sogenannte Hörrinde. Es war eine Überraschung für uns, dass diese Bereiche so groß sind. Wir nehmen an, dass sich dort etwas anderes abspielt als im Gehirn der meisten anderen Pflanzenfresser. Doch wie hilft eine ausgeprägte Hörrinde einem Parasaurolophus, sich vor Fleischfressern zu schützen? Zuerst einmal kann er einen nahenden Feind schon aus großer Entfernung orten. Und dann ist er in der Lage zu reagieren. Und zwar mit einer akustischen Abwehr, die er mit Hilfe seines merkwürdigen Kopfschmucks produziert. Dieser Knochenkamm beherbergt die Nasenhöhle des Sauriers. Eine Röhre, die insgesamt 2,5 Meter misst. Laute, die vom Kehlkopf produziert werden, wandern an dieser Röhre entlang. Die Nasenhöhle verstärkt den Ton wie ein Posaunenrohr und lässt ihn tiefer klingen. Das Ergebnis ist ein extrem tiefes Brummen. Tiefer als jedes Nebelhorn. Jede Art hat eine eigene Form und einen eigenen Sound. Nicht einmal bei Artgenossen sind diese Klangröhren identisch geformt. Jede produziert einen Ton, so individuell wie ein Fingerabdruck. Dieser Rufton ist die Basisverteidigung der Pflanzenfresser. Sie sind kommunikativ und leben in Herden. Dieser Saurier hat gelernt, dass die Gemeinschaft Schutz bietet. Ein isolierter Parasaurolophus ist bedroht, denn er steht Räubern wehrlos gegenüber. Er wird seinen Kontaktruf ausstoßen, um den anderen mitzuteilen, dass er allein ist. Und dann auf den Antwortruf seiner Herde warten.
Ein Notrufsystem, das bis heute in den afrikanischen Savannen funktioniert. Pflanzenfresser leben immer in Gruppen. Wenn einer einen Räuber entdeckt, wird gewiehert oder trompetet, um die anderen zu alarmieren. Bei einem drohenden Angriff löst der Ruf kollektive Flucht aus. Die Kommunikationsfähigkeit des Parasaurolophus ist ein exklusiver Verteidigungsvorteil. Mit ihrem empfindlichen Gehör nehmen sie einen Räuber schon aus großer Entfernung wahr und können einander gegenseitig warnen. Die niedrigen Frequenzen und langen Schallwellen machen seinen Ruf sogar zur akustischen Waffe. Das sind Töne mit enormer Reichweite. Solche extremen Niedrigfrequenztöne nennt man auch Infraschall. Er ist über viele Kilometer weit zu hören. Sie erzeugen einen so tiefen Ton, dass er selbst durch Felsen dringt. Man kann ihn mit den Füßen spüren. Auch Elefanten, Nashörner und Krokodile erzeugen diesen Infraschall. Parasaurolophus benutzt seine tiefe Stimme nicht nur zur Kommunikation, sondern auch in Dominanzkämpfen mit Artgenossen. Infraschall ist eine Waffe. Mit der Druckwelle kann man die Sinne seines Feindes durcheinanderbringen. Geben Hunderte oder Tausende dieser Saurier ihren Tieffrequenzsound in eine Richtung ab, entsteht eine Energiewelle, die ein Raubtier umwerfen oder zumindest sehr irritieren kann. Trotz ihrer ohrenbetäubenden Geheimwaffe wissen diese intelligenten Pflanzenfresser, dass es besser ist, Räubern aus dem Weg zu gehen. Denn in der prähistorischen Welt wimmelt es von hungrigen Raubtieren mit scharfen Sinnesorganen und monströsen Waffen. Sie dominieren das Bild während der gesamten Kreidezeit. Die furchterregendsten Monster, die je die Erde bevölkert haben. Aber auch ihre Beute ist gut bewaffnet und zusätzlich dick gepanzert. Diese Kolosse geben sich nicht kampflos geschlagen. Aber einige prähistorische Pflanzenfresser haben ein Problem. Ihnen fehlt die Intelligenz ihrer Jäger. Das Gehirn eines Sauroposeidon ist so winzig, dass es kaum Informationen verarbeiten kann. Giganten wie er müssen andere Überlebensstrategien entwickeln. Es muss eine Kompensation für diese geringe Hirnleistung geben. Das Leben in Gemeinschaft. Manchmal sind viele kleine Gehirne besser als ein großes. Der einzelne Sauroposeidon profitiert vom Leben im Kollektiv. Die Intelligenz und das Gedächtnis der Gruppe ersetzen die Einzelleistung. Der Herdenverband garantiert das Überleben der Sauropoden. Für den Einzelnen ist das Riesenwachstum ein guter Schutz. Zusammen sind sie nahezu unbesiegbar. Um genug Nahrung zu finden, legen die Herden enorme Strecken zurück. Schon das ist eine Herausforderung für das einzelne Tier. Einen Fleischberg von 50 Tonnen sicher durch die Landschaft zu bewegen, erfordert eine Menge Koordination. Sauropoden besaßen in der Nähe des Beckens eine Ausbuchtung im Rückenmark, eine Art zweites Gehirn zur besseren Kontrolle der hinteren Körperhälfte. Diese Ausbuchtung ist nichts anderes als ein Bündel von Nerven, die wie ein primitives Gehirn funktionieren und die Bewegungen von Schwanz und Beinen kontrollieren. Das Gehirn im Kopf des Riesensauriers ist zu klein und zu weit entfernt, um die Bewegung der Beine zu koordinieren. Deshalb wird sein Gang von der Rückseite gesteuert.
Tiere wie Sauroposeidon brauchen diese Zusatzsteuerung, weil im Beckenbereich, in den Beinen, aber auch im Schwanz eine Menge Muskeln kontrolliert werden müssen. Das zweite Gehirn synchronisiert die Bewegungen von Schwanz und Beinen mit dem übrigen Körper. Ohne diese Unterstützung hätten die Sauropoden ihre großen Wanderungen auf der Suche nach Nahrung für die Herde wohl kaum bewältigt. So ist ihr Leben im Kollektiv eine erstaunliche Erfolgsstory. Fast 15 Millionen Jahre beherrschen die Giganten den südlichen Teil des amerikanischen Mittelwestens. Dieser Pflanzenfresser könnte nicht unterschiedlicher sein. Er ist relativ klein, dafür ziemlich intelligent. Wie ihre riesigen Verwandten leben die Saurier mit dem bizarren Kopfschmuck im Schutz des Kollektivs. Gemeinsam orten sie fast jeden Feind, aus welcher Richtung er auch kommt. Den Überblick zu behalten fällt ihnen leicht, denn ihre teleskopartigen Augen sind für diese Aufgabe perfekt entwickelt. Die Augen lagen seitlich am Kopf, sodass sie eine gute Rundumsicht hatten, beinahe 360 Grad. Das erlaubte ihnen, den Horizont nach potenziellen Angreifern abzusuchen. Doch Parasaurolophus hat ein Problem. Weil seine Augen sehr weit außen sitzen, überlappen sich die Gesichtsfelder nicht. Zwei gefährliche tote Winkel sind die Folge. Hinten gab es einen blinden Fleck und genau vor sich sahen sie auch nichts. Ein ganz anderes Sehen, als wir es uns vorstellen. Doch Parasaurolophus kompensiert sein visuelles Defizit. Wenn viele Tiere zusammenleben, scannen viele Augen den Horizont ab. Wenn eines gerade frisst und den Kopf gesenkt hält, hält das andere Ausschau, ob sich nicht gerade ein Tyrannosaurus nähert. Ankylosaurus ist ein Einzelgänger, der sich auf seine beinharte Schwanzkeule und seinen Ganzkörperpanzer verlassen kann. Ankylosaurus war kein schnelles Tier, das vor einem Raubtier fliehen konnte. Es musste an Ort und Stelle bleiben und sich dort verteidigen. Seine Abwehr? Den Angriff über sich ergehen zu lassen und die Schwanzkeule zu schwingen. Ohne den Schutz einer Herde muss Ankylosaurus permanent auf der Hut sein. Umso mehr, als sein Hauptfeind T-Rex ein nächtlicher Jäger ist. Doch Ankylosaurus besitzt einen eingebauten Tyrannodetektor, seinen hochempfindlichen Geruchssinn. Die Nase von Ankylosaurus gehört zu den hochspezialisierten Teilen seiner Anatomie. Ein sich anpirschender T-Rex entgeht dem Frühwarnsystem des Dickhäuters nicht. Er gehörte zu den Tieren, für die der Geruchssinn wichtiger ist als das Sehen. Die Nasenhöhlen eines Ankylosaurus winden sich durch den ganzen Schädel. Das vergrößert ihre Oberfläche beträchtlich und damit den Platz für Millionen empfindlicher Duftrezeptoren. In völlig verrückten Windungen und Spiralen schlängelten sich die Nasenbahnen von den Nüstern bis zum Rachen. Die superscharfe Nase eines Ankylosaurus wittert einen Fleischfresser auf 3 Kilometer Entfernung. Wenn er einen T-Rex rechtzeitig wahrnahm, konnte er angemessen reagieren. Für den Fleischfresser bedeutet das Fastenzeit. Man sollte einen Vegetarier nie unterschätzen. Parasaurolophus und Sauroposeidon setzen auf die Gemeinschaft, um Angreifer rechtzeitig zu orten. Mit Panzer und Keule hält Ankylosaurus Fleischfresser auf Abstand. Doch ganz gleich, was ein Pflanzenfresser zu seiner Verteidigung aufbietet, welche Waffen er in petto hat, manchmal sind die Räuber einfach überlegen.
In der Kreidezeit ist das Leben eines Pflanzenfressers ständig bedroht. Waffen und Sinne der Fleischfresser werden im Laufe der Zeit immer schärfer. Pflanzenfresser versuchen, ihnen etwas entgegenzusetzen und entwickeln die unterschiedlichsten Verteidigungsstrategien. Sie werden unangreifbar durch Megawachstum oder legen sich Panzer und Waffen zu. Andere setzen auf die vielen Augen und den Schutz des Kollektivs, was nicht heißt, dass es dort immer friedlich zugeht. Um zu überleben, müssen Pflanzenfresser der Evolution immer einen Schritt voraus sein. T-Rex bildete seine Waffen aus, um die fantastische Abwehr der Pflanzenfresser zu durchbrechen. Im Schutz der Dunkelheit geht Tyrannosaurus Rex auf die Jagd. Sein Objekt der Begierde, ein Triceratops. Enorme Muskelmasse und tödliche Verteidigungswaffen auf einem gepanzerten Schädel. Doch Triceratops hat ein Problem. Seine Nachtsicht ist wesentlich schlechter als die des Räubers. T-Rex geht zum Angriff über. Aber ein ausgewachsener Triceratops ist natürlich ein ernstzunehmender Gegner. Besonders, wenn der Tyrannosaurus allein ist. Die einzige Möglichkeit, einen Triceratops sicher zu erlegen, war vermutlich die. Ein zweiter T-Rex lauerte ihm von hinten auf, während der erste Frontalangriff. In Teamarbeit gelingt den Räubern der entscheidende Schlag. Wenn sie ihre Lieblingsbeute erlegt hatten, fraßen sie im Unterschied zu anderen Raubsauriern nicht nur das Fleisch, sondern auch den Großteil des Knochengerüsts. Das wissen wir, weil wir Teile von Triceratops-Skeletten gefunden haben, hunderte von Schädeln zum Beispiel, aber kein komplettes Skelett. Wir sehen, dass die Rippen gebrochen sind, dass Rippen und Wirbel oft nicht vollständig sind. Die Gliedmaßen sind abgerissen und fehlen. Maul und Zähne eines T-Rex waren so konzipiert, dass sie nicht nur das Fleisch von den Knochen reißen, sondern auch den größten Teil des Knochengerüsts zermalmen konnten. T-Rex fraß das Fleisch mitsamt den Rippen, die dazwischen lagen. Für die beiden Tyrannosaurier ist der massige Pflanzenfresser ein Festmahl. Und jeder Kampf mit einem ernstzunehmenden Gegner sorgt im Lauf der Evolution für eine Anpassung an dessen Verteidigungsstrategien. Man kann es als eine Art Wettrüsten zwischen Fleischfressern und Pflanzenfressern sehen. Die Vegetarier schützen und verteidigen sich, und die Fleischfresser rüsten auf, damit sie auch weiterhin Pflanzenfresser töten können. Das Wettrüsten zwischen Räuber und Beute zog sich über viele Millionen Jahre. Prähistorische Fleischfresser werden zu effektiven Raubtieren. Und die Pflanzenfresser entwickeln ausgeklügelte Schutzsysteme. Parasaurolophus, seinen ohrenbetäubenden Alarm. Sauroposeidon, das größte aller Landtiere, seinen gigantischen Wuchs. Ankylosaurus, seine gefährliche Schwanzkeule und die undurchdringliche Panzerung. Und Triceratops, seinen dicken Schädel, den Nackenschutz und die spitzen Hörner. Auch die Größe von Triceratops war das Ergebnis dieses Wettrüstens. Sein Versuch, gegen die damals lebenden Raubtiere zu bestehen. Wir haben diese Pflanzenfresser der Kreidezeit lange unterschätzt. Erst langsam fangen wir an, ihre komplexe Anatomie und ihre Lebensweise zu begreifen. Of the Vegisaur.
Über 165 Millionen Jahre währte die Erfolgsgeschichte der pflanzenfressenden Saurier auf unserem Planeten. Der Kampf zwischen den Fleischfressern und den Pflanzenfressern dauert bis heute an. Es ist die permanente Anpassung von Beute und Räuber, der ewige Kampf ums Überleben, der diese großartige Tierwelt geschaffen hat.